Hallo, ich bin Wilhelm Neugebauer und ich möchte euch unser Konzept des Energy Packs vorstellen, unsere Kleinwindkraftanlage. Wie man hier sieht, das Energy Pack wird gespannt an Schnüren. Die Schnüre sind befestigt an einem Fahrradnabendynamo und um ihn drehen sich die Flügel aus Kunststoff. Das heißt, das Energy Pack ist mobil und sehr leicht, man kann es überall mit hinnehmen. Die ursprüngliche Idee des Energy Packs folgte aus der Taifunkatastrophe letzten Jahres auf den Philippinen, wo wir mitbekommen haben, dass es schwer ist, die Hilfseinsätze richtig zu koordinieren. Und wir haben uns gedacht, wenn man das Energy Pack flächendeckend verteilt und gleichzeitig ein Funkgerät mitliefert, kann man so ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen, um diese Hilfsgüter richtig zu koordinieren. Wir haben nun zwei Modelle. Wir haben hier das durchsichtige Modell. Das ist hochwertiger, das ist für die kommerzielle Anwendung. Das ist aus Polycarbonat und das ganze gute Stück wiegt hier 3,75 Kilogramm und das, was ihr hier seht, hat 72 Euro gekostet. Wir haben hochgerechnet aus Angeboten, wenn wir 1000 Stück fertigen wollen, dann könnten wir die Kosten auch auf unter 55 Euro pro Stück senken. Dann haben wir noch unsere Light-Version. Unsere Light-Version ist aus Stegplatten aus Polypropylen, ist deutlich leichter. Wir haben jetzt hier nur die Flügel ohne Elektronik und Generator und zusammengebaut wird das ungefähr 2,5 Kilo wiegen und wir sind auf Kosten von 44 Euro gekommen. Auch hier bei einer Stückzahl von 1000 Stück könnten wir auf ungefähr unter 35 Euro kommen. Wenn man das ungefähr so durchrechnet, dann sieht man, wenn wir zwei der Energy Packs kommerziell vertreiben auf ungefähr 75 Euro Basis, was durchaus vertretbar ist im Vergleich zu anderen kleinen Windkraftanlagen, könnte man davon eine Light-Version produzieren und spenden. Was wir hier sehen, ist eine verpackte Version des Polycarbonat-Modells. Man sieht, wir haben hier zwei Prismen, die ineinander stecken und man kann die ganz leicht auseinanderziehen. Und wenn wir jetzt die beiden Prismen nehmen, am besten nimmt man noch zwei Hände zusätzlich, kann man die hier einfach ineinander stecken. Man hat Einführstegen, man steckt hier die Prismen ineinander und dann kann man die Flügel umbiegen. Und somit ist es innerhalb von weniger Minuten aufgebaut. Man kann es dann aufspannen und falls sich die Wetterbedingungen verschlimmern, kann man es auch innerhalb von wenigen Minuten wieder abspannen.